Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute ist es mir wieder mal gelungen und das berührt mich auch sehr mit großer Dankbarkeit, dass ich eine Legende im Bereich als Arzt, als Mediziner, als Physiker, als Wissenschaftler wieder hier indirekt ins Studio bringen durfte. Es ist niemand geringerer als der Dr. Karl Probst. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Probst. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, vielen Dank, Herr Glock, für die Einladung. Ist mir eine große Ehre und ich bin auch sehr dankbar darüber, weil Ihren Worten zu folgen und zu lauschen verbindet einfach medizinische Weisheit mit dem Christentum oder sagen wir mit dem ganzheitlichen philosophischen Denkweise einer ganzheitlichen Medizin und das berührt mich sehr und ich weiß ja, Sie als Wissenschaftler über 40 Jahre als Arzt auch tätig sind. Ich glaube, Sie haben auch die Rohkostbewegung in Deutschland initiiert, 1980 herum. Stimmt das, oder? Ja. Und heute das bauen ist Sie sich. Gemeinsam mit Helmut Wandmarker und Franz Konz. Ja. Genau. Und was ich auch noch gelesen habe, und das ehrt Sie auch, und dass Sie ein Gesundheitssystem in Bolivien mit ausbilden oder mit unterstützen, indem Sie schon ganz viele, über 1000 Heilpraktiker, Gesundheitsberater in Ihrer Medizin schulen. Und das ist einfach nur großartig. Also ich danke Ihnen, dass Sie zu solchen Schritten bereit sind und in Ihren Jahren noch so agil Ihr Wissen hinaustragen. Ich möchte gern ein Thema anschlagen, Herr Dr. Probst. Und zwar geht es mir um die heutzutage vorkommenden Nahrungsmittel. Und ich höre immer wieder, dass in diese Nahrungsmittel aber kaum noch was drin ist, weder Vitalstoffe noch Nährstoffe, kaum mehr entgiften. Und man sollte sich heute immer mehr mit Algen und Pilzen auseinandersetzen. Naja, jetzt habe ich einfach Ihr Buch gelesen und gesehen, dass Sie eigentlich der Experte sind und uns darüber vielleicht noch mehr Informationen schenken möchten. Ich sage noch für die Zuschauer, der Herr Dr. Probst ist gerade live zugeschaltet aus Bolivien und deshalb haben wir manchmal ein bisschen Zeitverzögerung. Also, gerne ist Ihnen das Wort geteilt, lieber Herr Dr. Probst. Ja, Herr Glock, das ist eine sehr schöne Einleitung. Sie haben vollkommen recht. Übrigens, das ist eine Sache, die schon seit 85 Jahren bekannt ist, also in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits. Da war der amerikanischen Regierung aufgefallen, dass eben die Gesundheit der Bevölkerung einfach nicht mehr so gut ist, dass die zunehmend schlechter wird. Und im Jahre 1935 hat die amerikanische Regierung ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben, woran das liegen könnte und was man tun sollte. Und damals, dieser Kongressbericht, der ist heute noch einsehbar, wurde festgestellt durch die durch die Intensivlandwirtschaft. Es wurden keine Fruchtwechsel mehr gemacht, sondern man muss halt eben maximal Profit rausholen aus der Erde. Dadurch ist eben der Boden zunehmend verarmt, und zwar in gesamten USA. Und damals wurden bereits die ersten Überlegungen angestellt, was kann man machen, um einfach den Nährstoffgehalt zu verbessern. Also Hintergrund für diese ganze Idee ist eigentlich schon von Hippokrates, also dem Begründer der modernen Medizin, also vor 2500 Jahren. Hippokrates hat bereits gesagt, lasst eure Nahrung eure Heilmittel sein und lasst eure Heilmittel eure Nahrung sein. Also praktisch, wenn wir uns an die Mathematik erinnern, nicht A gleich B. Also wenn A in B enthalten ist und B in A, dann muss Identität herrschen. Und das ist eigentlich damals noch bewusst gewesen. Wenn man das mal historisch anguckt, dann war ja dieser berühmte Flexner, der war jahrelang war er der Präsident der amerikanischen Ärztegesellschaft. Da wurde das ja dann mehr und mehr in den Hintergrund gerückt, dass wir eben über die Lebensmittel, über die Nahrungsmittel uns ernähren sollten. Und jetzt konkret zu Ihrer Frage, eben Pilze und Algen, das sind sozusagen archaische Lebensmittel, kann man sagen. Archaische Lebensmittel, die noch das gesamte Spektrum an Mikroelementen, an Spurenelementen, an Mikronährstoffen aller Art enthält. Und das ist ja auch zunehmend eben wissenschaftlich in den letzten Jahren untersucht worden.
zum Beispiel in Japan. Japan haben eine sehr hohe Lebenserwartung, die Krankheitshäufigkeit ist geringer, Herzerkrankungen sind viel geringer, Diabetes ist viel geringer, Krebsinzidenz ist viel geringer. Und gerade die Japaner essen halt regelmäßig die Algen, unterschiedlichste Algen, die braunen Algen, Rotalgen, alles Mögliche. Warum? Weil halt eben die Algen aus den Ozeanen noch die ganzen Spurenstoffe eben aufnehmen können und dann den Menschen bei dem Verzehr zur Verfügung stellen. Also das ist ein Urlebensmittel. Und das zweite große Urlebensmittel, haben Sie ja auch schon gesagt, das sind die Pilze. Gerade die ganzen Vitalpilze, und da gibt es ja eine ganze Reihe, die wissenschaftlich genauestens erforscht sind, also Reishi und Maitake und Shiitake und Cordyceps, das sind so die fünf wichtigsten. Und der Chaga, der gehört auch noch dazu. Das sind so die fünf wichtigsten, die sind bestens erforscht, da müssen wir halt ein bisschen reingucken. In meinem Buch, ich habe es hier auch irgendwo, die neue Auflage meines Buches Energieschub aus dem Meer, da habe ich das auch genauestens dargestellt, da gibt es so viele auch Krebs bekämpfende Inhaltsstoffe, zum Beispiel die Fucoidane sind jetzt ganz neu. Also warum haben die Japaner viel weniger Krebshäufigkeit? Weil die Fucoidane, die sie da in den braunen Algen speziell, also es müssen Makroalgen sein, nicht die Mikroalgen, die Chlorella und Spirulina. Spirulina, die leisten das nicht, sondern das müssen die Makroalgen sein. Die haben eben diese Krebs abwehrenden Stoffe in sich drin. Und ja, das ist eigentlich so das, was also jetzt die letzten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte angeht. Sie haben ja gerade drei Fragen. Die großen Stoffgruppen. Wie gesagt, die Algen auf der einen Seite, die Pilze auf der anderen Seite. Es sind mir gerade drei Fragen aufgetaucht. Bitte? Und ich habe gerade drei Fragen gekriegt. Und zwar die erste Frage wäre in Bezug auf Algen. Man hört immer von der Meeresverschmutzung. Ist dann nicht die Alge dann auch davon betroffen oder kann sich die Alge von der Verschmutzung schützen? Ja, das natürlich, nee, die schützt sich nicht, die nimmt natürlich den Schmutz auf. Deswegen ist es ja so entscheidend wichtig, dass gerade bei den Algen und ebenso natürlich auch bei den Pilzen das Erntegebiet beachtet wird. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel im Ärmelkanal, es gibt tatsächlich eine Firma, die bieten Algen an, die dann im Ärmelkanal eben gefischt werden. Und gerade der Ärmelkanal, also zwischen England und Kontinentaleuropa, diese Wasserstraße, die ist natürlich maximal verschmutzt. Das ist nicht sehr sinnvoll, Sie haben völlig recht, da können vielleicht 80-90% der Detox, also der Entgiftungskapazität der Alge bereits erschöpft sein, dadurch, dass sie halt dort eben in den Gewässern ihre Reinigungsarbeit verrichtet hat. Absolut. Dasselbe gilt auch für die Pilze. Es sollten eben, wenn man Pilzprodukte anbietet, am besten eben Pilze aus Wildsammlung sein. Entsprechend geschützte Gebiete. In Asien gibt es sehr viele weitläufige Gebiete, die noch unberührte Natur darstellen. Ich weiß nur noch im Zusammenhang damals mit Tschernobyl, wo auch eine Wolke über Europa ging, dass die Pilze sehr schnell gewachsen sind. Und ich glaube, in Bayern ist es noch heute so, dass man die Wildschweine nicht essen darf, weil die zu viele Pilze essen. Also das zeigt eigentlich, dass der Pilz ein Strahlensucher ist und diese Stoffe dann sehr schnell in sich aufnimmt. Also muss man echt aufpassen, welche Pilze man isst. Das ist absolut richtig. Also wenn Sie jetzt Nahrungsergänzungsmittel anbieten, ist es zwingend notwendig und seriöse Anbieter machen das hoffentlich im Allgemeinen. Auf jeden Fall die Firma Telomit, mit der ich da zusammenarbeite, die machen das. Da sollte es so sein, dass jede Charge speziell geprüft wird auf diese verschiedenen Schadstoffe, speziell die Schwermetalle, nicht Cadmium, Blei, Quecksilber, Aluminium. Das sind so die vier Hauptverursacher, kann man sagen. Und wenn dann die Charge freigegeben ist, weil sie eben gut ist, eben innerhalb der gesetzlichen Vorgaben, dann kann die erst verwertet werden. Dann die nächste Frage. Meine Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken, ist alles gut und recht und wahrscheinlich oft auch die einzige Möglichkeit, sich gute Algen und Pilze zu essen. Aber wie machen Sie das? Essen Sie immer Nahrungsergänzungsmittel oder schauen Sie zu, dass Sie das Ganze auch frisch kriegen? Also das ist eben das große Problem. Es gibt es natürlich auch hier, selbst in Bolivien gibt es frische Ware. Aber das Problem, wie gesagt, man weiß nicht, woher kommt das, wo ist das
Erntegebiet. Und leider muss man sagen, je näher wir an die Zivilisation kommen, auch im Küstengebiet zum Beispiel, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, Ärmelkanal, dann die gesamte französische Küste, die ist wesentlich belasteter. Es gibt also auch Firmen, die an der französischen Küste ernten, als zum Beispiel dann Portugal, Spanien. Das ist also hochdramatisch. Von Land zu Land, je zivilisierter ein Land, desto problematischer natürlich dann die Rohmaterialien. Die nächste Frage ist, jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, dass diese Stoffe zum Beispiel extrem gut erforscht sind im Zusammenhang auch mit Krebs. Jetzt ist ja Krebs heutzutage eine unglaubliche Seuche, kann man so sagen, wo sehr viele Menschen leider Gottes auch trifft. Weiß man das in der Onkologie? Weiß man das in der Komplementärmedizin, dass Algen und Pilze hier hervorragende Eigenschaften hat? Ja, das wird sicher, also wenn Sie jetzt die wissenschaftliche Datenlage gucken, gerade in meinem neuen Buch, was jetzt in der Arbeit ist, speziell eben über die Vitalpilze habe ich das dargestellt, auch bei den Algen, bin ich auch in meinem neuen, in der Neuauflage des Algenbuchs darauf eingegangen. Also es ist alles wissenschaftlich erforscht, da sind ganz fantastische Substanzen, die Fucoidane und viele andere Substanzen, die definitiv krebsabwehrende Eigenschaften haben. Aber das wird halt natürlich nicht so gefördert, wie was zum Beispiel eben, wenn es um Millionengewinne geht, wenn man irgendwelche synthetischen Medikamente herstellt. Mhm. Und deswegen ist jeder Einzelne von uns gefordert, und das machen Sie ja in exzellenter Art und Weise, dass wir den Menschen eben Informationen anbieten, die halt im Mainstream nicht so dargestellt werden. Mhm. Und da sind wir natürlich dann gefordert, und das sollten wir machen, und dann haben wir auch den Nutzen davon, natürlich, absolut. Also die Shiitake-Pilze, die kenne ich, die haben, glaube ich, auch die ganzen Aminosäuren drin, die 8 essentiellen Aminosäuren, soweit. Alles, genau. Alles ja, drin, ja, absolut. Also sollte man jeden Tag wirklich Pilze essen, statt irgendwie Fleisch, sondern den Pilz. Und Algen absolut. Sind zum Entgiften aber auch da, oder? Ja, da gibt es so spannende Untersuchungen. Letztendlich, wenn Sie mal nachgucken im Internet, es gibt ja diese siebente Tagesadventisten. Ja. Das ist so eine besondere Glaubensgemeinschaft, die den Sabbat und nicht am Sonntag heiligen. Und die haben ihre Prophetin, die Elena White, das ist ihre Prophetin, und die hat gesagt, man soll eben keine tierischen Produkte verzehren. Und das ist hochspannend. Also diese Glaubensgemeinschaft, etwa 50% der Gläubigen, die machen das, was ihre private Prophetin empfiehlt, eben tierische Produkte eben nicht zu verzehren. Und die anderen 50%, weil Jesus nicht gesprochen hat über die Ernährung, die essen halt Fleisch und Fisch und was es da so alles gibt. Aber ansonsten kann man die sehr schön miteinander vergleichen. Und da kam also raus in also unzähligen Studien, wie gesagt, dass eben diejenigen, die auf tierische Produkte verzichten, dass die etwa 13 Jahre bessere, längere Lebenserwartung haben, so gut wie keinen Krebs kennen, so gut wie kein Rheuma, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist also so ein dramatischer Befund, den man da eben feststellen kann, festhalten kann, sodass eigentlich nachgedacht werden müsste. Und wie gesagt, diese ganzen Studien, die sind also hochwissenschaftlich, also das ist jetzt nicht so irgendwie Sekundärliteratur, sondern tatsächlich Primärliteratur. Und man muss sich schon fragen, warum werden diese Dinge nicht so weitergegeben? Ja, ich höre es leider auch immer wieder, und jetzt kommen Sie auch noch und erzählen mir wieder das Gleiche. Der ja, Rüdiger Dahlke war auch gerade gestern da und hat gesagt, pflanzlich hochwertig ist einfach die richtige Ernährung und alles Tierische weglassen. Wir sind Schweizer, wir lieben unseren Käse. Man kann doch nicht einfach aufhören, Käse zu essen. Also. Ja, ja. Aber ja, das ist die große Frage. Natürlich, wenn man also was Neues haben will, zum Beispiel bessere Gesundheit haben will, muss man natürlich auch was Neues ausprobieren. Das soll ja wohl Einstein gesagt haben, dass es ein Zeichen von Wahnsinn sei, wenn man immer dasselbe tut und unterschiedliche Ergebnisse dann erwartet von seinen Handlungen. Und da, wie gesagt, da kommen wir wieder zu den Pilzen und zu den Algen. Also die Algen, die haben auch ein etwas unterschiedliches Profil. Man kann sagen, die Algen speziell, habe ich ja auch in meinen Büchern detailliert beschrieben, wird ja auch inzwischen großtechnisch benutzt, die haben eine starke entgiftende, vor allem die Makroalgen, also die Braunalgen, über die Alginate eine stark entgiftende Wirkung. Und die Pilze, die haben ein etwas anderes Spektrum. Das Zuführen von den Pilzen, das ist das, was man heute unter der sogenannten orthomolekularen Medizin versteht. Diese orthomolekulare Medizin, orthos bedeutet
lautet ja auf Griechisch also die richtige Ernährung, nicht? Dass wir also dann diese ganzen Mikronährstoffe zuführen, denn diese Mikronährstoffe sind dann notwendig, damit unser Körper wieder tipptopp funktioniert. Und wenn man das ausprobiert, und das ist das Geniale daran, dass innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen bereits eine deutliche Verbesserung der Gesundheit feststellbar ist. Das ist übrigens auch das Schöne, ich habe ja hier immer noch Sprechstunden, es kommt mindestens einmal in der Woche, meistens sind es ja die Frauen, die Männer sind ja alle leicht bekloppt im Verhältnis zu den Frauen und die sind ja viel bewusster. Ja, muss man, das, da machen wir mal Rassismus umgekehrt, ja. Und es ist so, also es sind meistens Frauen und das ist immer wieder beglückend zu sehen, selbst ältere Damen dann vielleicht mit 60, 70 oder noch älter, wie die dann wieder aufblühen. Die erzählen mir das jetzt nicht, hier ist ja jeder mit jedem, wir kennen sich alle und eine sehr herzliche, offene Atmosphäre. Und dann treffen die halt alte Bekannte, so, bist du das? Ich habe dich gar nicht wiedererkannt, deine Augen leuchten so. Und also die sind richtig glücklich und das stimmt auch wirklich, wie innerhalb von wenigen Wochen der Umstellung der Ernährung und der Zuführung von wertvollen Inhaltsstoffen, zum Beispiel, dass man als Minimum, kann man jedem unserer Zuschauer auch empfehlen, dass jeder der Zuschauer, dass wir einfach wenigstens Bioware essen, dass wir nicht gerade das, was eben durch die ganzen Agrochemikalien, nicht den Glyphosat, also dieses Roundup Ready und was es da alles geben mag, dass wir wirklich Bio und vielleicht sogar am besten einen eigenen kleinen Schrebergarten oder wenigstens am Fensterbrett in einigen Blumentöpfen, dass wir da ein paar Kräutlein, Salatkräutlein ziehen, dass wir irgendetwas Wertvolles auch noch zuführen, was noch ein integrales Lebensmittel darstellt. Und das sind wirklich diese Rückmeldungen, die sind wirklich so hübsch. Gerade eben, wenn dann so die, also junge, hübsche Menschen, das findet man ja öfter, aber Eltern, die wracken dann alle ab, ja, mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr und sehen kann ich nicht mehr und dies und jenes. Und die sind richtig aufgebaut und ich finde das schön einfach. Ist es nie zu spät, ihr die Ernährung rigoros mal umzustellen, sei mit 50 oder mit 60 oder mit 70 Jahren, einfach zu sagen, jetzt wird umgestellt? Ja, natürlich, wenn Sie jetzt also Ärzte gibt es ja so gut wie gar nicht, es gibt Mediziner. Also wenn Sie den Medizinern Glauben schenken, da müssen Sie überall aufpassen. Es gibt ja diese sogenannten Regeln der ärztlichen Kunst. Und da haben Sie völlig recht, nicht? Einen alten Baum soll man nicht mehr verpflanzen und solche Sachen. Die werden immer irgendwelche Ängste schüren. Ja, das ist, ja, jetzt sind sie 70 Jahre schon Fleischesser, wenn sie jetzt auf Fleisch verzichten, ob das wohl gut geht, ja. Alles dummes Zeug. Ausprobieren. Und da kann man vielleicht in Erinnerung rufen, einfach mal auch ein Zeugnis, ein biblisches Zeugnis. Hochspannend, kann ich jedem unserer Zuschauer, der noch eine Bibel haben sollte, empfehlen. Schauen Sie mal bitte nach, ob Sie den Vers in Ihrer Bibel finden, in Matthäus Kapitel 17, Vers 21. Das ist diese Geschichte von diesem epilepsiekranken Jungen. Und der Vater mit diesem epilepsiekranken Jungen, Jesus war gerade nicht da und die Jünger, die wollten den heilen. Aber das hat nicht funktioniert. Und als dann Jesus wiederkam, dann fragten die Menschen, warum, Meister, wir konnten den nicht heilen, was war denn da schiefgelaufen? Und dann sagt in diesem Vers 21 Jesus Folgendes, und das ist ganz wichtig, Sie müssen wissen, nochmal zur Erinnerung, in der Bibel ist ja jeder Vers durchnummeriert, nicht? Kapitel sowieso, Vers 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. Und dann kommen Sie bis zum Vers 20. Der Vers 21, der ist einfach weg, hat Luther rausgelassen und dann geht es mit 22 weiter. Ach ja. Und genau dieser Vers, da sagt nämlich Jesus die Begründung, warum das nicht ging. Diese Krankheit, also die Epilepsie, lässt sich nur heilen durch Beten und Fasten. Und gerade das Fasten ist ja maximal tabuiert von der medizinischen Seite. Also zum Beispiel Krebs, wo es wunderbar wäre zu fasten. Nein, da darf man nicht fasten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eigentlich überall, auch Diabetes, nicht? Denn da ist ja eine Störung des Zuckerstoffwechsels. Und wenn Sie jetzt plötzlich fasten, dann kann ja der Zucker ganz, ganz, ganz nach unten gehen. Kann ja nichts und dann mehr werden wachsen. Sie gleich mal mit Tod umfallen. Ja, ja, verstehen ja. Sie? Also es ist auf jeden Fall hochspannend, der Krieg gegen die wahre Medizin. Und das Fasten ist halt Nummer eins. Oder wenigstens intermittierendes Fasten. Oder also suchen Sie sich einen, der noch Arzt genannt werden kann oder vielleicht Heilpraktiker. Oder auf jeden Fall jemanden, der das Herz am rechten Fleck hat und nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen denkt. Hat ja
Antoine de Saint-Exupéry so schön gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, ja. Und der wird sie dann leiten und selbst schwerste Krankheiten, also sei es Krebs, sei es Diabetes, sei es Rheuma, gerade Rheuma, ist so eine Teufelei, was man dann den Leuten gibt, dieses Methotrexat und so weiter. Nein, das geht ganz ruckzuck, ein paar Tage Fasten, ein, zwei Wochen Fasten und dann ist einfach Ruhe im Karton. Das ist so schön und eigentlich so traurig und deswegen ist es ja so schön, mit Ihnen zu sprechen wieder mal. Danke ganz herzlich. Meine Frage ist einfach noch, wenn wir wirklich auf vegan umstellen und ich glaube, dazu machen wir eine Folgesendung, da hört man immer wieder, dass man auch Mangelerscheinungen kriegen kann, wenn man einfach gewisse Sachen vergisst in der Ernährung, wenn man dann wirklich richtig vegan geht oder vollwert ohne tierische Produkte, oder? Das müssen wir aber in einer anderen Sendung diskutieren, dass wir da noch Anhaltspunkte geben. Man hört immer wieder Vitamin B12 oder D3 und weiß Gott was alles. Das machen wir später. Nun, folgende Frage. Ich möchte mich gerne mit Algen und Pilzen weiter beschäftigen. Und jetzt haben Sie, glaube ich, 2-3 Mal erwähnt, dass Sie ein Buch darüber geschrieben haben. Ja, genau. Also das Algenbuch, also das heißt Energieschub aus dem Meer. Ja. Eine Neuauflage mit sehr, sehr vielen wissenschaftlichen Studien, neueren wissenschaftlichen Studien, die dramatische Wirkung, positive Wirkung auf die Gesundheit eben auch wissenschaftlich belegen. Das musste heute alles wissenschaftlich belegt werden. Mhm. Aber deswegen habe ich ja gesagt, mich interessiert mehr so diese sogenannte Heuristik. Und wenn da so eine alte Dame kommt, die schon vorher wirklich kaum noch laufen konnte, auch das ist ja ganz lustig. Die erzählen dann auch, die kommen ja wegen einem Hauptsymptom, was weiß ich, ich habe hohen Blutdruck und mein Herz pumpert immer so komisch. Und das ist sowieso weg. Aber dann kommt, wissen Sie, ich hatte auch Hämorrhoiden, die sind auch weg. Und ich hatte Krampfadern, die Krampfadern sind auch weg, verstehen Sie? Also das ist einfach, also es geht alles weg. Das ist ja auch das Trügerische, möchte ich fast sagen, der Medizin, dass wir den Menschen atomisieren. Das hat ja Collard schon vor 100 Jahren sehr schön formuliert. Der Niedergang der Medizin, der hat damit begonnen, dass sich vor jedes Loch des Menschen ein Spezialist gesetzt hat. Es gibt den Ophthalmologen und es gibt den Rhinologen und den Gnatologen und den Otologen und den Proktologen. Wir müssen doch Griechisch reden, nicht wahr? Also, ich hab's verstanden. Also, Entschuldigung. Super, super. Es gibt den Proktologen, ja. Und den Gynäkologen, ja, Sie verstehen. Ja, 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 super, ganz herzlich. Das war jetzt ein super Schluss. Und dass wir wirklich erkennen, nein, der Mensch ist eine Ganzheit und ich biete ihm ganzheitlich etwas an und dann gehen alle diese Bewegungen, diese 1000 Dinge gehen weg. Das ist eben das Wunderbare an der Methode, dass wir nicht dauernd nur an einer Schraube drehen. Wir wissen sowieso nicht, was wir da genau drehen. Ich kann nur sagen, wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, also mit der Ernährung mehrfach täglich nur essbaren Müll zum Beispiel reinstopfen. Geh hin und sündige nicht mehr und alles andere, das ist die Aufgabe höherer Mächte. Das geht uns nichts an. Herr Dr. Probst, nochmals zu dem Buch. Also wenn ich das lese, dann habe ich eigentlich das Verständnis, welche Pilze ich in welchen Situationen mir nehmen sollte und auch welche Algen und wie und wo ich die auch kriege, oder? Ganz genau. Das ist die Firma Tellomit, die das auch meine Bücher vertreibt, nebenbei bemerkt. Auch dieses Neue, was jetzt in der Mache ist über die Pilze, über die Algen, das existiert, ist mit großem Erfolg jetzt die erste Charge gleich abverkauft worden von der Neuauflage. Und jetzt ist eben das nächste Projekt ist diese mit diesen Pilzen. Mhm. Dieses Buch, da habe ich einen wissenschaftlichen Fachartikel geschrieben vor 2018, vor 2 Jahren. Und das ist jetzt erweitert in Mache als Buch zu erscheinen. Und da sind eben die wichtigsten 5 Pilze, also Vitalpilze, der Reishi, der Maitake, der Cordyceps, der Chaga und der Shiitake. Ja. Das sind die 5 am besten, die lateinischen Namen, dass wir das Ganoderma Reishi, der berühmte Ganoderma lucidum, dass es erfolgreich sein muss. Es gibt unzählige Multiple Level weltweit, die nur damit, mit diesem Ganoderma lucidum, haben Sie sicher schon gehört, es gibt Tees inzwischen, da ist Ganoderma lucidum. Das ist einfach so ein Adaptogen, nennt man das in der Medizin. Also wenn wir nicht wissen, was das genau bewirkt, Adaptogen,
bedeutet, das lässt sie besser funktionieren in dieser Welt. Und das wäre dieses Reishi, also Ganoderma lucidum, auch der Cordyceps ist ein ganz wichtiger, Shiitake, Lentilo, Edonis und solche Sachen. Und auch der Chaga, nicht? Also der Inonotus obliquus, das sind diese fünf Vitalpilze. Und die haben ein nicht identisches, also dann ein überlappendes Spektrum an gesundheitsfördernden Wirkungen gegen alles und jenes. Das ist eben das Wunderbare. Ich habe das verstanden. Und wenn man so ein, zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel sucht, haben Sie auch gesagt, man muss aufpassen, dass es wirklich zertifiziert ist, dass nichts drin ist, was nicht reingehört, oder? Ganz genau, es muss zertifiziert sein und zwar Charge für Charge, das ist das Entscheidende. Mhm. Weil vielleicht ist jetzt hier draußen, wenn ich etwas ernte und dann gibt es da ein Tankerunglück und alles wird vergiftet, dann sollte man halt nachgucken, was ist da los. Super. Und das gibt es, solche Präparate, wo auch gerade beides drin ist, also einerseits Algen und Pilze. Oder muss man da... Ich habe es nicht rein akustisch verstanden. Gibt es denn diese Verpackungen, diese Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, wo beides drin ist? Ja, genau, das ist alles ausgewählt. Wo beides drin ist, Pilze und Algen? Ja, absolut. Nein, das sind einzelne. Es gibt ein Präparat eben mit diesen Vitalpilzen, mit diesen fünf genannten Vitalpilzen. Das ist ein Präparat. Und das zweite Präparat, das sind diese Algen. Die bauen ja aufeinander ein, so wie eine Rakete zweistufig ist. Also die erste Stufe muss sein Detox über die Alginate. Ja. Zweite Stufe eben dieser Ansatz eben der orthomolekularen Medizin, dass wir den Menschen anbieten, alle Nährstoffe, auch Hormone, sind ja sehr viele Hormone, Enzyme und solche Sachen da drin, dass der Körper wieder optimal funktionieren kann. Herr Probst, ich möchte Ihnen noch ein Kompliment aussprechen. Wenn ich mit Ihnen so spreche und in Ihre leuchtenden Augen reinschaue, da geht mir das Herz auf. Und ich würde mir so wünschen, dass wir alle die Chance hätten, zu so einem Arzt gehen zu dürfen, wo so empathisch ist und so ein tolles Wesen. Also herzlichen Dank, dass wir miteinander sprechen durften. Ja, vielen Dank, Herr Glock. Ich darf Ihnen vielleicht zum Schluss sagen, es kommen auch immer wieder, sogar aus Deutschland, trotz dieser Corona-Reisebeschränkungen, kommen immer wieder Patienten hierher, zu mir nach Bolivien auf dem Grundstück. Ich habe hier auch drei kleine Bungalows, die vermietet werden können. Und da kann man eben ausführlich den Menschen einfach weiterhelfen. Und sie beraten. Ich meine, das sind auch alle die Leute, die wissen, dass natürlich der Arzt, die Empathie eines Arztes, natürlich schon ein Garant ist für Heilung. Absolut. Ich danke ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dann. Ja, bis dann. Danke, Herr Glock. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns dabei gewohnt haben durch diese Sendung hindurch. Bitte verzeihen Sie die leichten sprachlichen Barrieren nach Bolivien, aber es ist einfach im Zeitalter von Corona heutzutage über Zoom so solche wunderbaren Dinge einfach möglich. Das ist das Positive an Corona. Man kann einfach mit solchen großen Menschen einfach schnell telefonieren oder eine Zoom-Sendung machen und Ihnen dieses Wissen darlegen. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.